Und damit ist der Raum jetzt offen für Ihre Fragen, die sich sicherlich ergeben. Herr Hesse, ich würde gerne wissen, warum genau lehnen Sie die geplante Schnellstrecke ab zwischen Hannover und Bielefeld? Denn ist es nicht erstrebenswert, dass sozusagen es überall schneller geht? Im Prinzip ja, aber diese Schnelligkeit hat Grenzen. Herr Weselski hat ja schon einige Punkte aufgesagt. Und sie muss sinnvoll im Fahrplan verwendet werden können. Und meine Befürchtung ist, also erstens ist es wieder ein Großprojekt, sodass viele, viele kleine Projekte liegen bleiben. Argument Weselski. Dann ist es so, die Fahrzeit ist so knapp gemessen, ich habe das eben gesagt. Die Durchschnittsgeschwindigkeit von 250 kann ich Ihnen sofort vorrechnen, steht auch im Papier drin. Ja? Die müssen Sie erreichen. Wenn Sie die nicht erreichen, und das ist zu erwarten, weil sie wirklich unglaublich ehrgeizig und wahnsinnig teuer ist, ja, und natürlich auch, sagen wir mal, enorme Einschnitte in die Umwelt und so weiter erfordert, dann wird wieder ein Fahrplan geschaffen, der, ich nenne das mal, knapp auf Kante genäht ist. Und diese auf Kante genähte Fahrpläne haben ganz große Probleme. Sie sind erstens störanfällig, sind verspätungsanfällig und sie machen sozusagen die guten Umsteigeverbindungen in die Fläche kaputt. Ja, das ist auch wieder ein kleines Rechenexempel. Leider fehlt mir jetzt hier Projektionsmöglichkeiten oder eine Flipchart, um Ihnen das zu zeigen. 1000 Euro Excel kostet das. Ja, nein. Aber das kann man ganz schnell nachweisen. Das ist simple Mathematik, keine höhere, sondern Schulmathematik, dass sich diese Knotenverzerrungen, ich habe darüber früher auch schon geschrieben, sich sozusagen in die Fläche grassierend fortpflanzen und damit die Fahrpläne insgesamt schlechter machen. Deswegen möchte ich vor solchen super ehrgeizigen Projekten dringend warnen. Ich bin dafür natürlich, alles schneller zu machen, aber auf andere, auf intelligente Weise, nicht per Beton, sondern per Köpfchen. Das heißt also Fahrpläne so entwickeln, dass die Umsteigezeiten passen und dass man das realistisch nachher auch fahren kann. Ja, bitte. Frage an Herrn Weselski und an Herrn Wolf. Der Aufsichtsrat wird ja heute wahrscheinlich den Verkauf von Arriva in die Wege leiten. Würden Sie sagen, dass es ein sinnvoller Rückbau des Auslandsgeschäfts war? Arriva doch nicht die Party, die sich die Bahn da erhofft hat, und sollte sich das noch weiter fortsetzen, auch auf andere Auslandsbeteiligungen, also zum Beispiel Schenke? Bitte. Ja, Frau Schwenn, ganz klar und deutlich, wir haben eine Expansionspolitik in den vergangenen 15 Jahren erlebt, die weltweit Einkäufe getätigt hat. Eine der Ursachen für die hohe Verschuldung ist das. Wir sehen bei den Eisenbahn-typischen Aktivitäten im Ausland Verlustgeschäfte. Da muss man die Frage beantworten, ob wir in jedem Land Europas oder auch bis China Eisenbahnaktivitäten als Deutsche Bahn entfalten, wenn wir beweisen, dass wir das eigene Geschäft nicht so gut können, wie wir das eigentlich müssten. Bei Eisenbahn-untypischen Beteiligungen bzw. bei Eisenbahn-fremden Beteiligungen sind wir prinzipiell der Auffassung, die haben in dem Konzern so lange nichts zu suchen, bis wir hier unser Geschäft in Deutschland vernünftig generieren können. Was die Frage des Eisenbahngeschäfts und auch des Nahverkehrsgeschäfts bei Arriva betrifft, das ist ja zumindest in Teilen Eisenbahngeschäft in England und anderen Ländern, bin ich etwas zwiegespalten. Ich sage, es ist erforderlich, dass die Eigenkapitaldecke gestärkt wird. Insoweit scheint es keinen anderen Ausweg zu geben. Aber Fakt ist, Arriva bringt durchaus auch Gewinne. Und da ist es natürlich bedauerlich, wenn das Unternehmen genau die Beteiligungen verkaufen muss, die auch Einnahmen generieren. Von daher ist das in der Not nicht anders möglich. Wir sprechen uns nicht dagegen aus, dass Beteiligungen veräußert werden. Und zwar deswegen nicht, weil wir sehen, dass wir mit 20 Milliarden Verschuldung an einer Stelle sind, wo wir bereits 1994 waren. Und auch das erhöht den Druck A, entweder auf die Steuerzahler oder B, auch wieder auf die Eisenbahner, weil wenn wir Geld weiter am Markt bohren, also uns weiter verschulden, sind am Ende des Tages nie immer so rosige Zeiten, wie wir sie derzeit erleben, was die Zinsniveaus betrifft, sondern das wird auch wieder ansteigen. Und dann ist heute schon 20 Milliarden etwas, was man im Zinsdienst in der Zukunft mit höheren Zinsen als sehr kritisch betrachten muss. Danke. Winnie? Ja, wir waren 2009 gegen den Kauf, im Mai 2009, als Herr Gruber den Kauf getätigt hat. Wir glauben, dass insgesamt gesehen das Auslandsgeschäft ein Problem darstellt. Nicht nur jetzt, weil es laut Professor Böttger jedenfalls
die Kapitalverzinsung nicht bringt, die da rund 10 Milliarden bei Schenker Logistik und Arriva angelegt ist, sondern auch, weil das Personal, also das Management der Bahn unheimlich stark auf Ausland konzentriert ist und das Kerngeschäft im Grunde vernachlässigt wird. Und wir glauben vor allem auch, dass insgesamt gesehen jetzt natürlich, dass eine Art Notschlachtung ist, die stattfindet. Das hätte man viel früher und ruhiger machen können. Und die Beschränkung auf Arriva finde ich falsch. Ich würde generell sagen, alles im Ausland verkaufen, was nicht direkt im Kerngeschäft ergänzend ist. Aber was jetzt unabhängig vom Kerngeschäft im Ausland ist, würde ich dringend abraten, weiter zu behalten. Gut, danke. Weitere Fragen für ihn? Schon geklärt worden, oder? Gut, wenn Sie sonst keine weiteren Nachfragen haben, dann danke ich mich sehr herzlich bei Ihnen allen fürs Kommen. Und alle Beteiligten haben, glaube ich, noch einen Moment Zeit, sonst bitte widersprechen, und können Ihnen noch für O-Töne zur Verfügung stellen, weil einige da noch Wünsche hatten. Und wenn Sie noch Exemplare von unserem alternativen Bericht brauchen, die gibt es hier vorne noch, weil einige noch später gekommen waren, können Sie gerne noch mitnehmen. Und auch sonst stehen wir vom Bündnis Bahn für alle gerne für Fragen oder wenn Sie Meinungen brauchen, zur Verfügung. Und ja, auch morgen, ach genau, das ist noch ein wichtiger Hinweis, morgen um 10 Uhr sind wir am Potsdamer Platz oder genau genommen daneben an dem, wie heißt der? Helene-Weisheim-Platz, genau, das ist so ein ganz kleiner Platz daneben beim Hotel Marriott, denn dort gibt es die Bilanzpressekonferenz der Deutschen Bahn AG und da sind wir auch zugegen, also da können wir uns auch treffen und sonst für O-Töne ansprechen. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.